Echte Verbrechen haben uns schon immer gefesselt. Wir wollen wissen, wie Täterinnen und Täter denken, wie Ermittlungen funktionieren. Dabei sind wir besonders von Menschen fasziniert, die in die Köpfe derer schauen, die zu Unvorstellbarem fähig sind. Sogenannte Profiler. Regelmäßig treten sie in verschiedenen Sendungen auf. Was bedeutet das, wenn jemand Cola am Tatort trinkt? Und wir Profis sagen, ab Mitte 30 können wir einen Psychopathen gar nicht mehr in der freien Wildbahn erkennen. Ich werde die Leiche hier langschleifen. Das ist Gras, da entstehen keine Spuren. Doch welche Expertise ist wirklich echt und welche fake? Sie suchte aus ganz persönlichen Gründen Hilfe bei Experten. 1987 wurde ihre Großmutter zerstückelt in der Nähe von Hamburg gefunden. Der Täter konnte bis heute nicht identifiziert werden. Was ich mir wünsche, natürlich Gerechtigkeit. Aktuell leben alle Verdächtigen von damals noch, also zumindest alle, die in der Akte auftauchen. Das heißt, es ist halt die letzte Chance, wenn dann jetzt. Auch wenn Frieda ihre Oma nie kennengelernt hat, der Mord ist in ihrem Leben allgegenwärtig. Der Fall treibt mich so um, weil er mich mein Leben lang schon begleitet. Ich habe sehr viel als Kind schon mitbekommen und letzten Endes wurde mein ganzes Leben dadurch beeinflusst. Sie sucht nach Unterstützung, Experten, die mit ihrer Erfahrung bei der Aufklärung helfen. Im Internet stößt sie auf Stefan Harbort. Ich bin davon ausgegangen, von dem, was ich gelesen habe, dass er in der Mordkommission gearbeitet hat oder Mordermittler ist immer noch. Ich habe gedacht, ich schreibe einfach mal eine E-Mail und schaue, was passiert. Ein Profi, das scheint Stefan Harbort zu sein. Auf seiner Website finden wir seine Vita. Sie klingt beeindruckend. Kriminalhauptkommissar beim Polizeipräsidium Düsseldorf, in 4 Jahren mehr als 50 Interviews mit verurteilten Serienmördern. Stefan Harbort ist bereits in zahlreichen Fernsehbeiträgen als Experte in Erscheinung getreten, auch beim ZDF. Stefan Harbort war heute unser Gast. Harbort antwortet Frieda, dass er sich des Falls gerne annimmt. Seine Vorstellung? Ein kriminalpsychologisches Gutachten im Tausch gegen die Exklusivrechte am Fall. Also mit den Exklusivrechten ist natürlich erstmal schwierig. Es fühlt sich immer so ein bisschen, also ich verstehe natürlich immer, dass da Menschen hinter sitzen, die das auch nicht umsonst machen und die auch Nutzen daraus ziehen möchten. Aber als Angehörige ist es natürlich schwierig, wenn dann in der ersten E-Mail, die man als Antwort erhält, direkt die Exklusivrechte quasi oben drüber stehen. Immerhin, Harbort weicht von seiner Forderung ab, möchte nun nur noch die Veröffentlichungsrechte am Fall im Tausch gegen das kriminalpsychologische Gutachten. Doch dann die nächste ernüchternde Nachricht. Ich hatte Kontakt zu einigen Experten und im Laufe dieser Gespräche ist relativ schnell klar geworden, dass Herr Harbort gar nicht die Expertise hat, um ein kriminalpsychologisches Gutachten über den Mord an meiner Großmutter zu entwerfen. Und das hat mich tatsächlich am Anfang sehr schockiert, weil ich dachte, der Herr gibt sich doch als Serienmordexperte aus und ja, es fühlt sich so ein bisschen hintergangen an. Frieda ist wahrscheinlich nicht die einzige Betroffene, die ihre Hoffnung in sogenannte Profiler setzt. Ich frage mich, ob ein kriminalpsychologisches Gutachten von Herrn Harbort überhaupt verwertbar gewesen wäre. Über Videocall bin ich mit Professor Martin Rettenberger verabredet. Er ist Direktor der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden, hat jahrelange Erfahrung als Kriminalpsychologe. Sie haben sich ja die Vita von Herrn Harbort angeschaut. Ist der überhaupt qualifiziert, um so ein Gutachten zu erstellen? Was aus meiner Sicht fehlt, dass auch wirklich eine fundierte akademische Ausbildung im Bereich der Psychologie vorliegt. Also ich würde mir erwarten, dass ein psychologischer Sachverständiger eben auch Psychologie studiert hat. Das ist zumindest nicht erkennbar. Und auch weitere Recherchen ergeben, Stefan Harbort mag vieles sein, ein Psychologe ist er nicht. Wir schreiben ihm, wollen wissen, welche Ausbildung er genossen hat, um dieses kriminalpsychologische Gutachten zu erstellen und ob er bei der Polizei Düsseldorf in der Mordkommission tätig war. Eine Antwort bleibt er uns schuldig. Auch das Polizeipräsidium Düsseldorf hält sich bedeckt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihre Anfrage nicht beantworten werden. Herr Harbort geht seiner Tätigkeit als Profiler als Privatperson nach. Profilerin nennt auch sie sich, Susanne Krieger-Lange.
Erst im Frühjahr dieses Jahres trat sie bei der ProSieben-Sendung Yank Crime auf. Dabei stellt sie sich folgendermaßen vor. Ich bin Profiler, Profiler Susanne Grieger-Lange. Ich bin Ermittlerin. Ich kläre die Menschen auf, darüber, wie Täter ticken, funktionieren. Sie gibt an, ein Charakterprofil auf psychogenetischem Niveau erstellen zu können. Angeblich ein psychologisches Äquivalent zur DNA. Das bleibt nicht ohne Kritik. Die Arbeit von Frau Grieger-Lange, glaube ich, braucht eigentlich nicht besonders viele Worte, weil man wirklich auf den ersten Blick sofort erkennt, dass das mit einer seriösen Arbeit einfach schlichtweg überhaupt nichts zu tun hat. Allein schon diese Begriffe der psychogenetischen Kodierung, das ist Nonsens im Quadrat. Nonsens im Quadrat. Trotzdem, das Geschäftsmodell scheint zu funktionieren. 12.000 Euro nimmt sie, um andere Leute als Profiler auszubilden. Ob man danach den großen Fall löst? Fraglich. Profiler nennen kann man sich so oder so. Die Berufsbezeichnung ist weder geschützt noch offiziell anerkannt. Zurück zur Wirklichkeit. Er macht das, womit andere sich gerne schmücken, will aufräumen mit Vorurteilen. Wenn man unsere Expertise vergleicht mit der Expertise, die durch Profiler in den Medien vermittelt wird, muss man sagen, das sind eigentlich zwei unterschiedliche Dinge. Was viele als Profiling verstehen, heißt in Deutschland operative Fallanalyse. Ein großer Unterschied. Dieser Aufmerksamkeitscharakter nach dem Motto Profiler ist ungefähr mindestens genauso wie Gehirnchirurg. Und das ist nicht unsere Sache. Was unsere in Anführungsstrichen Genialität betrifft, ist die allein schon dadurch reduziert, dass bei uns der Teamansatz essentiell ist. Unsere Sache ist, unauffällig zu helfen. Er hingegen sucht die große Bühne. Marc T. Hofmann. Ihn treibt die Frage an, was andere antreibt. Mit dem, was wir tun, zeigen wir etwas von dem, was wir sind. Marc T. Hofmann ist Kriminal- und Geheimdienstanalyst. Ausgebildet und staatlich zertifiziert in den USA. Ich beobachte Verhalten und probiere, durch es hindurch zu schauen, um das zu erkennen, was dahinter steht. Echter Durchblick also. Auch als Experte in der ARD-Serie Crime Time. Als Profiler muss man sich in den Kopf der Täter versetzen und manchmal auch in den Kopf von Psychopathen. Hofmann nimmt sich immer die spannendsten Fälle vor. Wie beispielsweise den von Yves R. Yves R. bricht im Juli 2020 in eine Hütte ein, entwaffnet 4 Polizisten. 1500 Beamte durchkämmen daraufhin den Schwarzwald auf der Suche nach ihm. Als ein angebliches Manifest des Täters im Internet auftaucht, wird schnell nach dem Kriminal- und Geheimdienstanalysten Marc T. Hofmann gerufen. Doch nicht von der Polizei. Es ist die Bild, die seiner vermeintlichen Expertise eine Bühne bietet. Als ich den ersten Satz des Manifestes oder Schreibens gelesen habe, lief es mir eiskalt den Rücken rüber, denn man erkennt sofort nicht nur Parallelen, sondern fast eine Übereinstimmung mit dem Unabomber-Manifest. Der Unabomber, ein aufsehenerregender Kriminalfall aus den USA der 80er und 90er Jahre. Ein Vorbild für Yves R.'s Manifest? Die ersten Sätze sind im Wortlaut, im Inhalt und sogar in der Zeichensetzung so dicht daran, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass er den Fall oder die Netflix-Serie nicht kennt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ihm das in gewisser Weise als Vorbild diente. Hofmanns These schlägt Wellen. Auch andere Medien greifen sie auf. Doch dann schnappt die Polizei Yves R. in einem Gebüsch und es stellt sich heraus, er hat sein vermeintliches Manifest nur aus dem Internet kopiert. Mit dem Unabomber hat er nichts zu tun. Eine einzelne Fehleinschätzung? Oder ist Marc T. Hofmann jemand, der viel sagt, obwohl er wenig weiß? Auf seiner Website stellt er sich als absoluter Profi dar. Mit seinem psychologischen Hintergrund kann er sowohl der Polizei als auch Nachrichtendiensten nützliche Hilfestellung geben. Und weiter? Er trainiert international Behörden, Polizeieinheiten und Spitzenverhandler der Wirtschaft. Unter anderem in operativer Fallanalyse. Mein Ansatz der operativen Fallanalyse und des Profilings besteht aus 4 wesentlichen Komponenten. Also hat Hofmann eine Ausbildung als operativer Fallanalytiker? Um Fallanalytiker in Deutschland zu sein, muss man zunächst Angehöriger oder Angehörige der deutschen Polizei sein. Man hat auch schon Erfahrungen in kriminalpolizeilichen Bereichen, zum Beispiel der Tatortarbeit oder der Bekämpfung der Sexualdelikte oder Mordermittlungen gesammelt. Wenn man dann einen Eignungstest erfolgreich bewältigt hat, kann man die Spezialausbildung zum polizeilichen Fallanalytiker oder zur polizeilichen Fallanalytikerin bei uns machen. Diese Spezialausbildung geht über mehrere Jahre. Merkwürdig, auf seiner Website finden wir dazu nichts.
Dafür aber die Behauptung, er sei Gastdozent an Polizeihochschulen, verschiedenen Polizeipräsidien und der Kripo-Akademie. Wir fragen bei Hofmann nach, wollen wissen, was sich konkret dahinter verbirgt. Er nennt uns einige Vorträge beim Bund Deutscher Kriminalbeamter. Der BDK teilt uns auf Anfrage mit, man hätte davon Abstand genommen, Herrn Hofmann weiterhin als Referenten einzusetzen. Die Begründung lässt tief blicken. Weil wir im Hinblick auf seine Qualifikation Erklärungsbedarf hatten, dem aus unserer Sicht nicht im erforderlichen Umfang nachgekommen wurde. Auch wir haben Erklärungsbedarf. Hofmann hält also Vorträge zu operativer Fallanalyse, obwohl er kein Fallanalytiker ist? In einem Video von 2018 sieht man den Showmaster Mark T. Hofmann. Wo das Gewöhnliche aufhört, fängt er an. Mark T. Hofmann ist Mentalist und US-trainierter Profiler. Er inspiriert auf Firmen-Events, Galas und Kreuzfahrtschiffen auf der ganzen Welt. Es geht um Ihre Gedanken, um Ihre Entscheidungen, um Sie. Hier beschreibt er seine Arbeit noch so. Modernes psychologisches Infotainment wäre ein treffender Begriff für das, was ich tue. Dann, 2019, verkündet er auf Facebook den Austritt aus dem Showbusiness. Der Widerspruch zwischen realen Einsätzen als Profiler und Shows wurde so groß, dass ich auf Empfehlung von Polizei und Nachrichtendiensten nun eine klare Entscheidung treffen musste. Ich werde in Zukunft in einer einzigen Funktion in Erscheinung treten. Als Kriminal- und Geheimdienstanalyst. Daniel Laufer hat sich für uns genauer mit der Ausbildung von Mark T. Hofmann auseinandergesetzt. Wenn man einmal anfängt zu gucken, wer dieser Mann eigentlich ist, dann findet man so ein paar Spuren. Auf dieser Website erzählt er dann auch nochmal, dass er ausgebildet wurde in den USA. Und die Frage ist eben, wo genau wurde dieser Mann da eigentlich ausgebildet? Es ist nicht so, dass er hier ein bekanntes Institut stehen hat, bei dem er Profiling gelernt hätte. Aber er hat über die Jahre immer wieder Spuren auf Facebook hinterlassen. Die USA-Reise steht offenbar am Anfang seiner Karriere als Profiler. Das erste Posting dazu finden wir im Jahr 2016. Hier reist er nach Washington. Bin ich stolz? Damn, yes! 3 Monate zuvor habe er Kontakt zu Personen aus dem Umfeld von FBI und Nachrichtendiensten aufgenommen und jetzt werde er selbst als Profiler trainiert, unter anderem in forensischer Psychologie. Hofmann postet auch ein Selfie aus Texas und erzählt, er habe ein spezielles Trainingscenter der Polizei besucht. Das klingt dann halt fast nach einer Tourismusveranstaltung, die er besucht hat. Also da fliegt der Deutsche in die USA und guckt quasi den Cops beim Ermitteln zu, als wäre er ein Tag am Set von Criminal Minds oder so. Und er schreibt ja auch selber, in der Praxis ist das alles um einiges ernster, schwieriger und härter als bei Criminal Minds und Co. In den Jahren 2016 bis 2019 folgen weitere Kurztrips in die USA. Laut Postings dauern auch diese jeweils nur wenige Wochen. Eine Nachfrage dazu bleibt unbeantwortet. Im Juli 2019 wird Hofmann dann nach eigenen Angaben staatlich zertifiziert vom US-Justizministerium als Kriminal- und Geheimdienstanalyst auf Lebenszeit. Es ist dieser Titel, den er noch heute auf seiner Website führt, der ein Rätsel darstellt. Ich habe dann dem US-Justizministerium geschrieben, denn ich wollte wissen, ob die Behörde Hofmann wirklich zertifiziert hat und ob es eine Zertifizierung dieser Art überhaupt gibt. Und die Antwort, die wir vom US-Justizministerium erhalten haben, war total seltsam, denn da schreibt ein Sprecher einfach, das sei totally false. Und ich war nicht ganz sicher, was ist denn das jetzt für eine Antwort und habe nochmal nachgefragt. Und dann hat dieser Sprecher regelrecht wütend gewirkt. Das Justizministerium antwortet erneut. I think if you do the most basic effort to research the claim, you'll find it is not supported by fact. Die Behörde, die Hofmann zertifiziert haben soll, streitet dies also kategorisch ab. Wie kann das sein? Wir fragen nach bei Mark T. Hofmann. Plötzlich räumt er ein. Die Behörde, die dies ausgestellt hat, ist das California Department of Justice, also das Justizministerium des Staates Kalifornien. Also alles eine Nummer kleiner, als er angibt. Ein US-Zertifikat, für Harald Dern ohnehin nicht aussagekräftig. Ein US-Zertifikat oder irgendein anderes Zertifikat könnte niemals ein Qualitätsmerkmal für uns sein. Also das wäre geradezu absurd. Vor dem Hintergrund,
der Praxisnähe und auch Seriosität der Fallanalyse kann ich doch nicht einem, sag mal, abgestempelten Dokument die Bedeutung geben, zu sagen, du verfügst über eine ähnliche Kompetenz in dem Bereich wie wir, die wir das über eine lange Zeit und über einen schwierigen Prozess entwickelt haben. Seine Ausbildung in den USA, in Deutschland also überhaupt nicht anerkannt. Was bleibt? Hofmann hat einen Bachelor in Medienmanagement, sein Master in Arbeits- und Organisationspsychologie und vermeintlich wissenschaftliche Praxiserfahrung. Ein Beispiel: seine Undercover-Recherche im Internet. Um das Böse zu verstehen, sei er in Kannibalismusforen eingeloggt. Unter falscher Identität. Durchaus radikale und ungewöhnliche Methoden, aber so könne er Wissen generieren, das nicht in Fachbüchern zu finden sei. Das halte ich für pseudowissenschaftliche Scharlatanerie. Das hat nichts mit einem systematischen, akademisch fundierten Vorgehen zu tun. Man darf ja nicht vergessen, dass durch solche Rolleninszenierungen möglicherweise auch Delikte erst in Gang gesetzt werden können. Also ich wäre da sehr, sehr vorsichtig. Ich halte es für hochproblematisch und wissenschaftlich ist es nicht verwertbar. Auch auf unsere Nachfrage nach konkreter Praxiserfahrung mit Straftätern weicht Hofmann aus. Mehr noch, von einigen angeblichen Psychopathen, die er selbst analysiert haben will, kennt er nicht mal die Identität. Viele Profiler scheinen sich in einem Umfeld zu bewegen, das von Inszenierung lebt. Laut Harald Dern funktioniert das Geschäftsmodell auch, weil es in der Gesellschaft ein Bedürfnis gibt. Die Menschen haben ein Bedürfnis danach zu verstehen, was ist denn das, was da so als menschliche Aggression unser Leben von einer Sekunde auf die andere verändern kann? Der Profiler weiß genau, welche Tasten man drücken muss, um auch Stereotypen zu bedienen, wo der Zuschauer dann sagt, jo, das kenne ich auch vom FBI, aus den einschlägigen Dokumentationen oder Serien. Es scheint tatsächlich eine gesellschaftliche Notwendigkeit zu geben, Auswüchse menschlicher Destruktivität zu verarbeiten. Und es gibt die, die das mit vermeintlicher Expertise ausnutzen. Sie müssen wissen, wie die Wahrheit aussieht, damit sie die Lüge erkennen. Habt ihr euch bei True Crime auch schon mal gefragt, was echt und was fake ist? Schreibt uns eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Für diese Recherche haben wir mit den Kolleginnen und Kollegen vom ZDF-Magazin Royal zusammengearbeitet. Wenn ihr hier klickt, dann kommt ihr zu dem Video von Jan T. Böhmermann. Und hier gibt es einen weiteren Fall von uns.